Hallo allerseits, heute am Dienstag, 22. Mai 2024, wieder mal ein lokales Video aus meiner Umgebung hier in der Zäunernplattfahren. Und hier bin ich heute Morgen, oder es ist Mittag schon, an meiner alten Heimat, die DDR, erinnert worden. Da gab es ja öfter mal was, wo es dann auch einen Witz hinterher gab. Was machst du, wenn du eine Schlange siehst? Antwort war, man stellt sich hinten an. Und so ist das hier heute. Ich bin hier gerade auf dem Weg Richtung Inspektion für mein Moped und bin hier vorbei. Was stehen denn hier die Leute? Haufen Mopeds. Hier kommen die nächsten angefahren. Hier alles voller Mopeds. Die Liefer-Mopeds hier. Und ich habe gerade mal eine Dame da vorne gefragt aus der Reihe, was denn hier Besonderes ist. Denn zum einen ist es eigentlich ein stinknormaler Pizza-Company-Laden. Und dann ist aber hier auch noch was mit Bonchon. Das ist irgendwie was Koreanisches. Aber ich habe gefragt, die Leute stehen hier an wegen Pizza. Da gibt es heute irgendwie ein Angebot mit 99 Baht. Und man sieht, drinnen ist schon mal alles voll. Hier draußen steht alles. Und da kommt wahrscheinlich mit App auch, weil die alle Handy da haben. Und die rechte Seite, da ist Bonchon eigentlich. Aber da steht Love at First Bite. Das Slogan, aber da steht keiner an. Die stehen hier alle in Pizza. Jetzt haben wir die Kampen. So, und hier drinnen auch. Anstehen für irgendwelche Besonderheiten. Ich sehe aber auch gar nicht, wo das Angebot hier ist. Hallo. Richtig Action, Lieferung. Ja, so ist das. Wenn du also in Thailand eine Schlange siehst, Info, Tipp für Adi. Wer weiß, was damit gemeint ist. Einfach hinten anstellen. Ja, das war hier aus deinem Plavan. Aber ich habe auch noch einen anderen Tipp heute. Wichtig für die Alkoholiker wieder, die wieder in Panik geraten, weil morgen ein buddhistischer Feiertag ist. Obwohl, ist ja keine Panik. Man muss nur einen Tag vorher sich die Getränke kaufen. Denn morgen ist wieder Alkoholverkaufsverbot, ein Ausschankverbot. Heißt, die Bars sind geschlossen, einige Institutionen, öffentliche Einrichtungen sind geschlossen. Aber wie gesagt, trinken darf man ja. Man kriegt eben bloß nichts gekauft im Laden und auch keine Bar. Man kann sich aber für zu Hause eindecken heute und sich dann zu Hause vollschütten. Also denkt dran, morgen, Asana Buchertag oder wie der heißt, kein Alkoholverkauf und keine Bars geöffnet. Das war's von mir aktuell hier aus der Nürnplatbahn nach einem kräftigen Regenschauer wieder heute Morgen. Also bis dann!